Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Java-Tutorial. Und zwar geht es heute darum, mal ein erstes Programm zu schreiben. So vom Grund auf habe ich mir gedacht, dass es vielleicht gar nicht mal so doof ist, zu sagen, wer jetzt schon sagt, ja, ach, ich kann das alles, dann programmiert mal selber los, beziehungsweise wer sich das zutraut. Weil es ist ja, ich werde das natürlich jetzt hier highlife runterprogrammieren, aber das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache. In dem Sinne, weil man muss ja selber programmieren, um auch wirklich dann selbstständig Java-Programme zu schreiben, weil ich sitze ja nicht immer daneben oder mache ja kein Video über das Programm, was man gerade braucht. Das wäre ein bisschen komisch. Gut. Demnach würde ich mal sagen, dass wir mal ein neues Projekt anlegen. Also, neues Java-Projekt, nehmen wir das Programme. Boah, ist das heftig. Ja. So, ich habe mal kurz wieder die System Library hinzugefügt. Ist jetzt ein bisschen umständlich, ich muss es wahrscheinlich mal für den Workspace komplett einstellen. Aber das soll jetzt nicht das Problem sein. Auf jeden Fall möchten wir ein neues Paket, logischerweise. Das Paket nennt sich Taschenrechner. Ach so, ja. Übrigens, Pakete fangen immer mit Kleinbuchstaben an. So, das war's. So, New Class. Rechner. Wir brauchen natürlich eine Main. Und let's go. Wir machen das natürlich noch alles in einer Klasse, weil ich aktuell ja noch nicht großartig die Klassen und das Drumherum mit den Klassen erklärt habe. Das ist einfach dann Richtung Objektorientierung. Aber eigentlich der erste Schritt bei der Objektorientierung sollte also nicht mehr lange auf sich warten lassen, um zu verstehen, was hier zum Beispiel das bedeutet. So. Das ist der Punkt. So, also wir haben jetzt hier eine Klasse angelegt. Haben darin eine Main-Methode. Wie gesagt, wir möchten einen Taschenrechner programmieren. Ein Taschenrechner soll addieren können, subtrahieren können, dividieren können, multiplizieren können. Das ist jetzt erstmal das Einfachste. So, wie gesagt, das geht auch recht schnell. 15 Minuten habe ich jetzt noch dabei zu programmieren und zu erklären. Beziehungsweise möchte ich ja mal sagen, jetzt mit der so gesehen Aufgabenstellung, einen Taschenrechner zu programmieren, der addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren kann, kann man schon ein bisschen was anfangen. Vielleicht hat man ja auch schon ein wenig Erfahrung woanders gesammelt und dann kann man das schnell runterprogrammieren. Dann geht das recht flott. Falls es jemand noch nicht zutraut, ich denke mal, ich werde noch weitere Punkte geben, mal so ein bisschen schon so Denkanstöße geben, um dass derjenige, der sich da noch nicht so sicher fühlt, das dann runterprogrammieren kann. Geht ja, wie gesagt, alles in dem Sinne recht schnell. Es wird übrigens noch so sein, da wir noch nicht uns mit der Eingabe von Benutzer, also mit Benutzereingaben beschäftigt haben, das wird nochmal ein extra Punkt werden. Da werde ich auf jeden Fall noch später dazu was sagen. Also besser direkt im Anschluss an den Taschenrechner. Aber wir programmieren den Taschenrechner erstmal so. Das wäre der erste Gedankenanstoß, dass wir als Programmierer erstmal vorgeben, was der Taschenrechner für was der rechnen soll. Aus dem Grund, wir müssen das Ganze ja testen. Wenn man ein Programm schreibt, ist das Wichtigste, dass man testet. Es gibt viele Sachen, die werden einfach nicht getestet. So. Oder zu wenig getestet. Dann kommt sowas raus wie Battlefield 4. Ja. Es gibt natürlich noch Hardcore-Fanatiker, wobei es ist eigentlich richtig, dass man für jede Klasse, die man schreibt, eine Testklasse schreibt, die dann wirklich komplett jede Verzweigung prüft, so gesehen, dass da das Richtige rauskommt. So, der Punkt ist dann zum Beispiel aber auch so, das nennt sich dann Unit-Tests. Das ist ein Plugin hier für Eclipse, da kann man dann schnell für eine Klasse einen Test erstellen und dann wird das nicht mal ganz so groß. Aber ja, dazu später auf jeden Fall mehr. Wir haben ja jetzt die Aufgabe, uns zu überlegen, wie fangen wir jetzt eigentlich an? So, wie könnte man anfangen? Man überlegt sich erstmal, ja,
was berechnen, was machen wir überhaupt? Wir möchten ja das ein bisschen dynamisch gestalten und da kann man sich überlegen, gut, okay, man hat jetzt zwei Zahlen. Da würde man ja erstmal groberweise sagen, wir nehmen mal zwei Double. Die möchten wir halt addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren. Ja, wie gesagt, erstmal nur zwei Zahlen. Später kann man das noch ein bisschen ausweiten. So. Double, ja, Zahl 1 hatten wir in der letzten Folge schon. Das können wir ja mal so, Zahl 2. Können wir ja so weiterführen. So, und dann noch Char-Operator. Ja, jetzt bin ich mal wieder bei Englisch-Deutsch gemischt gekommen. Das ist ja nicht ganz so pralle. Auf jeden Fall möchten wir den erstmal einen Wert zuweisen. Das können wir erstmal so schön mit Kommentaren hinschreiben. Variablendeklaration. Schwieriges Wort, ne? Ja, also man kann wirklich jetzt erstmal überlegen, dass man schon mit Kommentaren anfängt. Dann gehen wir noch auf die Variablen. Ja, doch. Ja, schreiben ist übrigens schwierig, ne? Das hat hoffentlich jeder gemerkt. So, Zahl 1 ist gleich 0. Geben wir erstmal. Mein Gott. Zahl 2 ist, sagen wir erstmal, auch 0. Und der Operator ist erstmal plus. Charts werden übrigens nur in einfachen Hochkommatasten geschrieben. Ich glaube, wir hatten das noch nicht ganz so ausführlich behandelt mit den Charts, aber das ist jetzt nicht gerade das Problem. Übrigens, hier unten ist noch die Konsole von letzter Folge, die können wir mal schließen. So. Mit dem Konstrukt könnte man ja schon fast sagen, übrigens ist der falsch, da das. So kann man das schreiben. Dann ist doch auf jeden Fall ein Double. So, auf jeden Fall. Mit dem Konstrukt könnte man schon erstmal sich überlegen, als jemand, der nicht ganz so sicher ist, ja, man könnte es ab jetzt erstmal probieren. Was man jetzt so im Anschluss dann programmieren würde. Kann man machen. Ansonsten würde ich mal jetzt weitergehen. Und zwar wird es jetzt erstmal nur noch viel Schreibarbeit werden. Das ist ja jetzt auch nicht so ganz so schwierig. Erstmal ist ja wichtig, dass wir schauen, was für ein Operator haben wir eigentlich. Also, ob wir Plus, Minus, Mal oder Durch haben, sollte man natürlich erstmal abprüfen. Das kann man jetzt mit einer riesigen If-Anweisung machen. Ja, aber wir hatten ja schon Switch Case kennengelernt, was ja irgendwelche riesigen If-Konstrukte vermeidet. Deswegen machen wir das Ganze mit Switch Case. Dann schwitzen wir mal den Operator. Zack, alles schön mit ja, der Autovervollständigung machen. Wie gesagt, Steuerung Leertaste drücken und dann kommt die Autovervollständigung. Gerade bei Namen ist das ganz cool. Die muss man ja nicht auswendig lernen. Aber halt bei sowas wie Schlüsselwörtern, die sollte man schon auswendig können. So. Nächste ist Case. Übrigens, ich habe keine Ahnung, warum der bei Case immer an den Zeilen an, also in die Höhe von Switch zurückrutscht. Das ist einfach immer so. Frag mich was Leichteres. So, plus. Doppelpunkt. Add. Zahl 1 und Zahl 2. Und natürlich das Break nicht. Break hier, ja. Break nicht vergessen. Ja, Ad meckert er natürlich, kennt Ad noch nicht. Ja, das sollte sich dann auch gleich ändern. Aber wir kopieren das Ganze. Ändern den Wert. Zack. So, das sind dann die Zeichen, die man eingeben muss, damit die jeweilige Operation ausgeführt wird. Dann nennen wir das noch ganz nur Sub, Mul und Diff. Und dann haben wir schon fast die ganze Programmsteuerung drin. Das Einzige, was wir jetzt noch nicht haben, was wir natürlich glorreich vergessen haben, ist der Return-Wert. Ich nenne ihn immer gerne mal Ret, damit man halt weiß, das ist dann der Wert, der ausgegeben wird. Heißt also, wir sagen, Ret ist gleich Rettich, ne? Ups, das war für uns falsch. So, das ist die richtige Taste, das war Shift. Und somit können wir dann natürlich in jede Zeile
diesen Wert einfügen. So. Und dann machen wir dann die Main-Methode zu Ende. Und zwar sysout. Man schreibt eigentlich immer gerne noch einen kurzen Pamphlet dazu, weil man ja sonst einfach einen Wert ausgibt und der dann irgendwo in der Luft rumschwebt. Man weiß gar nicht, was es ist, außer man weiß genau, dass in der ganzen Klasse, beziehungsweise in, wenn man größere Projekte hat, das sind ja 50 Klassen gefühlt, dann weiß man nicht mehr, wo man überall was ausgegeben hat. Deswegen schreibt man dazu das Ergebnis ist oder das Ergebnis von Zahl 1 plus Operator plus Zahl 2. Ich hoffe, das geht. Übrigens, achso, das machen wir noch anders. Und zwar, hier gibt es da keine Leerzeichen dazwischen. Frevelhaft. Das heißt, wir machen das Ganze so. So, zack. Zahl 1 plus Operator plus Zahl 2. Wieder ein Leerzeichen. Und dann ist wieder ein Leerzeichen. Ne? Und dann red. Ja. Da haben wir doch mal eine ordentliche Ausgabe geschrieben. So, was natürlich jetzt noch fehlt, sind die ganzen kleinen Methoden. Die sollte man aber wirklich jetzt schreiben können, weil das ist das hier in grün. Eigentlich kann ich das schon fast kopieren, nur dass ich dann das Indom ändern muss. Aber ansonsten, da haben wir schon Add. Das müsste alles Double sein. Double. Achso, jetzt können wir gleich noch kopieren, damit wir nicht das immer ändern müssen. Aber auf jeden Fall, das Ganze zu schreiben ist nicht schwierig. Sub, Mul und Div. Und jetzt müssen wir natürlich noch die ganzen Zeichen ändern. Wie gesagt, die sind alle genau so, wie man das dort geschrieben hat. So, Red. Was stört den Guten an Red? Dass es manchmal nicht definiert ist. Yep, genau. Das heißt, wir sagen noch Red ist gleich 0,0. Damit auf jeden Fall 0 ausgegeben wird. Ach, das war Steuerung Z, scheiße. So. Und alle Fehler sind fertig. Und wir haben unser Konstrukt mit Switch Case. Ja. So, was machen wir jetzt mal? Wir drücken mal auf Start. Das Ergebnis von 0,0 plus 0,0 ist 0,0. Das hätte keiner vermutet. Oh, was noch für dich da fehlt, ist frevelhaft. Der Punkt natürlich. Also, wir haben ja einen ganzen Satz gebildet. Ja, das ist unglaublich. So. Das heißt, da wir noch nichts mit der Eingabe machen, das wäre jetzt innerhalb von 4 Minuten zu schreiben etwas schwierig, weil man ja noch viel erklären muss dazu. Allgemein gibt es ja so ungefähr 3 Arten von Eingabe. Das wäre einmal die Möglichkeit über String args, wird recht selten verwendet. Zweiter Punkt ist über die Konsole hier in Eclipse. Das ist dann aber nicht mehr über die Parameterliste. Oder doch, das geht. Na gut, das geht auch über die Konsole von, also ja, über CMD, was wir ganz am Anfang verwendet haben. Und dann gibt es natürlich noch ein Benutzerinterface. Das geht alles recht schnell zu erklären, muss man natürlich aber erstmal schreiben, aber halt ja nicht in 4 Minuten. So. Das heißt also, wir verändern unsere Zahlen, die wir hier haben, mal ein wenig. 5 und 3. So. 5 und 3 ist 8. Never seen this before. So, dann wechseln wir mal die ganzen Zeichen. So. Minus 3 ist 2, also 5 minus 3 ist 2. 5 mal 3 sollte dann wohl 15 sein. Ja, und das sollte dann 1,666667 sein, genau. Ja. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, ne? Gut.
Was jetzt aber natürlich noch nicht funktioniert und was eigentlich jeder Taschenrechner haben sollte, ist erstmal eine Testklasse. Aber erstmal nicht. Sondern wir können jetzt mal was provozieren. Also wir können jetzt was produzieren. Ne? Ja, kennt man ja diesen Ausdruck. So. Infinity! Wir haben durch Null geteilt. Irgendwo auf dieser Welt ist jetzt ein schwarzes Loch entstanden. Und das ist durch mich passiert. Ja, also 5 durch 0 sind endlich. Das weiß natürlich jedes Kleinkind schon. Und da das nicht ganz so stimmt, haben wir natürlich ein Problem. Wir müssen jetzt mal rausfinden, dass Zahl 2 nicht 0 sein darf, wenn der Operator durch halt so rumoxidiert. Das heißt also, wir müssen erstmal vor dem Switch-Konstrukt abprüfen, ja, was haben wir denn überhaupt? Allgemein ist es ja sinnvoll, viel abzuprüfen. Erstmal auch gerade späteren Verlauf ist sinnvoll abzuprüfen, hat diese Variable überhaupt schon einen Wert? Ist sie initialisiert? So würde man zum Beispiel irgendwelchen Zugriffsverletzungen, um sie aus dem Weg gehen, indem man es mal schaut, ist diese Variable vorhanden, definiert, hat die einen Wert? So, wäre das recht einfach. Gut. So, zack. Und was prüfen wir ab? Erst, also die Bedingung in einer If-Anweisung werden von links nach rechts abgeprüft. Also bei while zum Beispiel auch. Bei for gibt es auch eine Bedingung, also immer von links nach rechts. Heißt also, wir prüfen zuerst, ob der Operator überhaupt durch ist. Das heißt, Operator gleich ist ja ein primitiver Datentyp, das heißt, wir nehmen hier das gleich, also gleich gleich. Das erstmal abgeprüft. Und die Zahl dann 0. Zahl 2 ist gleich, mein Gott, 0,0. So, der Punkt ist übrigens, was mir gerade auf... Na gut, nee, könnte man... Ich wollte gerade sagen, man könnte das ja in Zähler und Nenner umbenennen, aber das wäre falsch bei Additionen. Zähler plus Nenner, das macht sich vom Sinn her scheiße. Deswegen lassen wir Zahl 1 und Zahl 2. Ist übrigens die unglaublichste Variablename, die es gibt. So, das heißt aber, wir haben es jetzt natürlich jetzt genau falsch rum. Ist ja gerade ein Logikbruch. Wir prüfen gerade ab, ob der Fall, den wir rausfiltern wollen, eintritt, und dann machen wir aber das Allgemeine. Wir müssen aber jetzt das Spezielle machen in dem Warzweig. Das heißt also, wir geben aus U divided by zero, you bitch. Klar, ne? Das ist die durch ein Ausrufezeichen, das ist die Formulierung des Todes. Wir brauchen natürlich aber dann noch die Else. So. Und das heißt also, wir müssen noch das SysOut in den allgemeinen Zweig mit reinpacken. So. Das kommt dann nach dem Switch. Der SysOut. Übrigens sollte man immer mal hier Zeilenabstände lassen. Das macht es einfach nur übersichtlicher. Heißt also, wir führen das Ganze nochmal aus. Und da kommt raus, you divided by zero, you bitch. Jetzt kann es natürlich sein, dass das nochmal getestet werden muss. Es ist halt so, man testet vorher alles, fügt dann was hinzu, eine if-Anweisung zum Beispiel, und sagt sich dann, ja, ich kümmere mich nicht drum, ob der Rest gestimmt hat. Der hat ja vorher gestimmt, ist ja scheißegal. Falsch gedacht, das kann schnell passieren, dass man damit sich was zerschießt, unabsichtlich, wenn man Logikfehler drin hat, wie zum Beispiel wir gerade das fast noch geschafft hätten, das genau umzudrehen. So, heißt also, wir schauen mal nach, was jetzt hier 5 durch 3 ist. Und da kommt was Sinnvolles raus, das heißt, die Chance,
Also die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze hier funktioniert, ist schon mal sehr hoch. Es ist nicht ausgeschlossen, dass irgendwas nicht funktioniert. Lassen wir das bei 3 und fügen mal hier wieder ein Plus hinzu. Dass dann zum Beispiel das auch alles rausfiltert. Genau. Also die Wahrscheinlichkeit ist noch weiter gestiegen, dass der ganze Spaß hier funktioniert. So, das war der Taschenrechner. Wie gesagt, es ist nicht schwierig. Man hätte übrigens auch diese ganzen Methoden sich schenken können. Ich fand es auch mal cool, halt die ganzen Methoden hier aufzuschreiben, in dem Sinne, dass man halt auch ein bisschen Methodenarbeit hat. Ich hoffe mal, ihr habt die nicht auch kopiert wie ich, weil das war ein bisschen frevelhaft, aber spart ein wenig Zeit. Wir sind ja schon bei gut 23 Minuten. So, dann bin ich mit meiner Erkältung und meiner verstopften Nase nicht mehr ganz so viel rumschniefen muss. Würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo es dann um die ganze Ein- und Ausgabe an diesem Programm geht. Ja. Also, bis zum nächsten Mal. Auf der rechten Seite könnt ihr abonnieren. Links gibt es das letzte Video und drunter gibt es die Playlist. Ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.